Hallo meine Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario und Luigi. Zusammen durch die Zeit. Und ja, es hat letztes Mal ein bisschen was passiert. Im Zeitraum dazwischen, zwischen der letzten Aufnahme und der jetzigen. Denn ich habe ein bisschen was gelernt. Ich habe ein bisschen bei Hübi und Omteno mal reingeschaut. Ein bisschen mit Manu geschrieben. Und rausgefunden, dass ich viel zu underleveled bin, weil Hübi bei dem Yoshi, bei dem rosa Riesen-Yoshi schon so ein hohes Level hatte wie ich. Und dass ich unbedingt diese Hosen einsetzen muss. Das wollen wir jetzt mal machen hier. Wir gucken uns die Werte hier an. Ich werde jetzt hier auch einige Gegner erstmal besiegen. Vielleicht gucke ich mal. Ich werde trotzdem erstmal weiterspielen, weil ich komme nirgendwo hin jetzt mehr. Ich bin jetzt in der Höhle da. Ich muss jeden Gegner versuchen zu besiegen. Und meine Level pushen. Genauso wie Hosen. Auf Hosen muss ich achten. Und ja, das werden wir jetzt mal machen. Ich habe gerade mal schon angeschaut. Wir sehen hier schon 102 Verteidigung bei Luigi, wenn wir die anziehen. Und die sieht schon sehr gut aus, weil die tut drei Werte pushen. Und das sieht sehr gut aus für den Luigi. Genau. Dann beim Baby Mario, das bringt nichts. Nein. Hat der irgendwas, was bringen würde? Ach, die sind nur für die Großen, nur die sind für die Kleinen. Ah. Okay, beim Baby Mario können wir nichts machen. Die bringen auch nichts irgendwie. Die machen nichts besser auf jeden Fall. Okay, bei den Babys passt's. Da könnten wir nochmal was pushen. Und zwar ganz gewaltig. Ja, machen wir doch. Bluterhosen für den Mario in diesem Sinne. Perfekt, würde ich sagen. Hosen sind geklärt. Alle gegen alle Statusveränderungen. Füllt einige KP auf, wird jetzt nicht nach der Anzahl erzielter Treffer. Lol. Aber der Stabilus hört sich gut an. Ja. Ich glaube. Ich glaube, das ist besser als Items zurückzubekommen. Perfekt. Dann würde ich sagen. Mach mal weiter. Das muss ich wieder auf den Screen. Ne, passt. So. Dann mach mal weiter. Wir sehen hier oben direkt mal einen Itemladen. Und wir brauchen hier unbedingt den Baby Mario. So, das reicht schon. Ich muss nur dieses Feuer hier löschen. Pass auf. Pass auf. So. Genau. Und dann brauchen wir eine Bombe. Oder sowas. Um da weiterzukommen. Oder kann man da mit dem Hammer draufschlagen? Wir haben hier den Hammer. Ah, da können wir Hammer draufschlagen. Mit den großen aber rein. Und dann wieder ein paar Items kaufen beim Monty Maulwürfen. Hey, dies ist ein geheimer Monty-Markt für Eingeweihte. Seht euch alle nur all die Items an. Genau, wollen wir mal Bros-Items. Ich soll mir nämlich das Trampolin kaufen. Das kostet aber ganz schön viel. Wir machen mal 3. Es soll auf jeden Fall gut sein. Wir brauchen wieder Kanonengebrüder. Unbedingt. Die brauchen wir jetzt nicht so. Pardo-Eier. Gibt es auch eine Neuerung. Ich weiß jetzt, wie diese Scheiße funktioniert. Ich wusste das, aber ich habe das die ganze Zeit falsch gemacht. Ich habe. Kein Wunder, habe ich es nie hinbekommen, weil ich es immer falsch gemacht habe. Das können wir. Müssen wir aber nicht kaufen. Ja. Ich denke mal, das passt sonst. Items. Ich würde mal Wonderpilze kaufen. Roter Pfeffer ist anscheinend gut. Und kaufen das auch noch, komm. Und dann gucken wir noch beim anderen rein. Da müsste es vielleicht Klamotten geben noch, oder? Dann sind wir gut gewappnet für die nächsten Minuten. Nun kommt schon, ihr habt unser Wand vergessen. Da verlangt es schon die Höflichkeit, als ihr auch mal unsere Ausrüstung anschaut. Genau, wollte ich ja machen. Was haben wir hier Schönes? Boah, die Verteidigung würde kommen runtergehen, aber der Rest hoch, ne? Bei engen Hosen. Boah, wie ja, die Verteidigung, das kann ich keinem erzählen. Boah, die Verteidigung geht da überall runter, wie sonst was. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Wir wollen Verteidigung hoch haben bei meinen Skills. Was haben wir sonst noch? Erhöht Angriff vorübergehende Zeit um, wirst du ohnmächtig. Ach so. Das mit Verteidigung und. Ja, moin. Das könnte gut sein, aber ich spare jetzt mal noch. Genau. Guck mal, was jetzt hier so kommt. So, wir können nach unten oder nach rechts. Ich
Check erstmal unten ab. Oh, wuh. Und wir haben jumpen können. Sehr gut, wir wollen alles besiegen. Ja, guck mal, 11 Schaden. Das ist schon mal. Was machen die? Okay. Okay. Perfekt, 13 Hit. Oha, ich mach ganz schön Schaden. Okay, ja doch, der Schaden ist voll gut. Der Schaden ist doch voll gut. Ich find's nur schade, ich habe jetzt nur 2 getroffen oder so. Aber egal, so, dann würde ich sagen, wir jumpen mal auf den. Ich glaube, den hat man safe gehittet. Okay, aber das reicht noch nicht. Vielleicht besiegen wir ihn jetzt. Ja, jetzt ist schon mal einer tot. Das ist ja immer einfach zum Ausweichen und wir können gut kontern, wenn wir treffen. Oder er klaut uns ein Item. Aber ein Kettenhund auch schaffen, das juckt mich jetzt relativ wenig. Und nochmal ein Kettenhund. Ja, okay. Ich weiß, ich will das immer kontern und dann springe ich zu früh. Egal. Wir machen den nächsten Down. Kein Problem. Oh, wir kriegen Items wieder, okay. Ist auch gut. Ja, aber wir gucken mal drauf, dass wir wenigstens drüber springen. Nein, den will ich wieder haben. Der ist abgehauen. Hallo, hallo, hallo. Ich will jetzt erstmal mein One-Up wieder haben, ne? Das ist dir schon bewusst. Danke. Oder mein Frischwurz, ne? Keine Ahnung, was war. Ich glaub schon One-Up. So, nur noch du bist da, ne? Du musst jetzt auch noch sterben. Dein einer Kollege ist einfach abgehauen. So, und 80 HP Erfahrung. Ja, dankeschön. Und ein Trampolin, guck mal. Ja, wunderbärchen. Dann würde ich sagen, guck mal nach links in die Röhre. Was würde die bringen? Wo würde ich da rauskommen? Hier komme ich in die Wüste. Und der Block macht wahrscheinlich hier Plattformen hin. Okay, ich würde also wieder hochkommen. Das ist gut zu wissen. Gibt es irgendwo einen Highblock? Ich glaube nicht. Wir gehen aber wieder runter. Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall Bescheid, was die Röhren machen. Wobei die andere weiß ich nicht, weil es gibt ja nur diese eine blaue Röhre in der Wüste. Sollen wir auch mal gucken, ob wir da hinkommen? Ist das auch ein Gegner? Das sieht mir auch nach Gegner aus. Trampoline mal 3. Ja, guck mal, jetzt können wir ganz schön viele hier gerade mal. Okay, nächster Kampf. Aber ich würde sagen, ich cutte die mal ein bisschen. Außer es passiert was Schlimmes. Okay, ich habe was zu sagen. Ich habe gesehen, man kann gucken, wo die Buhus landen. Weil die gucken immer mit dem einen Arm, tun sie den weg vom Auge, da wo sie hingehen. Da geht es zu Luigi, genau. Nicht Trampolin klauen. Mario. Ja, nicht zu früh springen. Warum springe ich denn jetzt zu früh? So, jetzt. Ja, jetzt müssen wir uns die Items wieder zurückholen. Aber wisst ihr Bescheid? So kann man die auf jeden Fall ausfindig machen. Immerhin, die Buhus geben ein bisschen was an EP. Ist gut. So. Hier könnten wir noch weiter kämpfen. Das ist schon wieder ein neuer Gegner. Die gucken wir uns mal an. Nein, nicht hinfahren, Luigi. Sneefaro. Ah, okay. Ich finde es ein bisschen kacke, dass sie alle fliegen, weil ich habe rausgefunden, der Hammer ist auch relativ gut. Oh mein Gott. Okay, das habe ich jetzt aus Zufall richtig gemacht. Das sind Sneefits. Aua. Und die machen blöde Moves. Aber ja, würden die nicht fliegen, könnte ich mit dem Hammer was machen. Und zeigen, dass der auch nicht so schlecht ist, weil mit dem kann man auch gut angreifen. Ach so, ich soll raten, wer schießt, oder? Oh mein Gott, das war gut. Ich habe so das Gefühl, die gehen nicht so einfach down. Okay, doch, danke. Nächste Runde ist also auch down. So, wo geht der jetzt hin? Ich muss länger warten. Ganz, ganz dringend. Oh mein Gott, ein Critical Hit. Sehr gut. Ich krieg trotzdem noch so ultra viel Schaden. Es ist halt immer noch... Wieso hat das jetzt nicht geklappt? So. Jetzt stirbst du aber. Jetzt bist du aber nicht weg. Oder? Ich hoffe es. Ach ne, ich habe den ja nie angegriffen. Kein Wunder, lebt er noch. Danke, immerhin. So, wie viel geben die? 100. Das nehme ich auch gerne mit. Passt, haben wir schon mal eine Geister an Erfahrung bekommen. Lohnt sich bestimmt irgendwann. Jetzt muss man bloß mal heilen hier. Items, super da oder Pilz da oder das da. Ja. Und dann noch ein Pilz. Für den guten Mario. So. Dann da links waren wir. Da rechts müsste ich mal schauen.
Da kommen wir nicht hin. Also müssen wir hoch und rechts. Wobei, nee. Da nochmal runterbohren. Und in diesen Geheimraum gehen. Der ist nämlich jetzt hier. Großgefunden. Hübi zeigt es gar nicht immer. Achso, ich will ja nichts sagen, aber. Das ist schon wild, ne? So, Bob-Oms, was machen wir gegen euch? Ich würde sagen. Fallboom ist gut. Finde ich gut, dass die Babys das auch können. So. Ein Schaden. Ach so, das dürft ihr gar nicht. Ach so, ich darf nicht draufspringen. Jetzt schaffe ich es einmal zu timen, ne? Jetzt darf ich nicht mehr draufspringen. Ach so. Okay, ich check die Bob-Oms überhaupt nicht. Ich habe nichts gespeichert. Ist jetzt alles noch beim Alten. Was ich jetzt in 10 Minuten gemacht habe. Nur weil ich nicht check, wie Bob-Oms funktionieren. Danke. Ja, ist okay. So, Friends. Diesmal will ich den Bob-Om bitte meiden. Indem ich hier runterbuddel und dann juckt er mich nicht mehr. Danke. So, ich habe alles nachgespielt, genauso wie wir es hatten. Jetzt können wir auch wieder weiter. Jetzt will ich erstmal. Ne, da oben. Da oben habe ich gerade eine Bohne eingesammelt. Und hier können wir theoretisch rüber. Ah, mit dem Ball. Moment, die haben ja diese gute Fähigkeit. So. Und können jetzt hier rüberrollen. Oder auch nicht. Natürlich. Ne, aber ich wollte ja eh mit den Babys jetzt nach rechts lang. Würde ich jetzt mal machen. Ich habe es wahrscheinlich so 10 Minuten cutten müssen. Vielleicht, dass jetzt wieder so ein bisschen gedauert hat. Ich habe die Items nachgekauft, die Kämpfe nachgespielt, Trampolin Nummer 5 bekommen. Ja, bist du Bescheid. Ja, und das nächste. Ja, außer diesem Buhu-Trick gab es nichts Neues. Ich kann es manchmal ein bisschen besser timen als vorher. Ja, guck zum Beispiel jetzt. Ah, bisschen. Jetzt sind es immerhin. Nein. Jetzt sind es immerhin nur 2. Und da ich den schon zweimal gerade geblockt habe, kann ich den jetzt hier besiegen, habe ich gehört. Danke. So, dann kommt nur noch einer an. Auch getimt, wunderbar. So wollen wir das doch sehen. Und wir farmen natürlich immer weiter XP. Wichtig. Wie viel geben 42, oder? Ja, 40. Okay. Okay, 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 okay. Dann gucken wir jetzt mal, was hier so sonst noch ist. Wir sehen ja immer diese komischen Blätter, Schwerter, Dinger. Komm, wir springen auf einen drauf. Das ist immer ein ganz wichtiger erster Hit als Mario. Der macht immer 11 Schaden und das ist schon was. Und wieder gepariert. So. Jetzt aber nicht immer erwarten, ne, Leute. Nicht immer erwarten. Auch wenn es gerade gut aussieht. Okay, es sieht echt gut aus. Nice. Eigentlich kann ich mich besser konzentrieren, wenn ich nicht kommentiere, aber irgendwie. Naja, anscheinend sieht es gerade gut aus, ne? Muss man schon mal sagen. Aber ja, ich versuche ganz viel jetzt die Level zu pushen. Ich versuche wirklich ganz viele Gegner zu besiegen, damit wir hier unbedingt die Level pushen. So, und du, Buhu, du hast dich jetzt zum Sterben verurteilt. Dankeschön, ne? Dass du mir das Trampolin klauen willst, ne? Gib's zurück, danke. So, der noch. Ha, easy, guck. Gar kein Ding für den King. Aber ich bin der letzte Lappen in dem Game. Der letzte Lappen in dem Game. So, 60. Und das sind wir schon bei 2,5k bei jedem. Ja, wunderbar. So, was macht dieser Block? Aber es gibt auch ganz schön viele Buhus hier. Das muss man auch schon mal sagen. Da müssen wir da auch kommen. Okay. Sieht mir auch wieder nach Rolle aus, als wir die benutzen sollen. Ja. Stimmt, das Pardo-Ei kann man bei diesen Buhus, glaube ich, verwenden. Ich glaube, wir machen das jetzt mal. Ich will das jetzt echt mal testen. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe nur gesehen, dass man es anders machen sollte. Mehr aber auch nicht. So, das war zu spät. Der geht auch nochmal runter. Okay, das hat gepasst. So, Pardo-Ei, genau. Geht auf alle. Yo, what? So, jetzt muss ich hier nämlich draufbleiben. Und dann... Eigentlich muss man nur loslassen im richtigen Moment, nicht mal das kriege ich hin. Das ist schon traurig. Ich krieg's nicht hin. Ich wollte nur loslassen, ich krieg's nicht hin. Bro, aber die Pardo-Eier werden gegen diese Boos sehr, sehr gut. Oh, ich bin einfach zu schlecht.
Ja, okay. Ich hab's kapiert. Gib mir jetzt diesen Bonus. Ich will das jetzt hier mal schaffen. Das kannst du keinem erzählen. Hey, wieso muss man das so früh drücken? Jetzt lass mich das hier schaffen. Hallo, ich will das jetzt haben. Ich will das hinkriegen. Einmal. Ich bleib drauf und drück. Danke. Drück. Vergiss dieses Drecksei. Vergiss dieses Drecksei. Ach komm, ja, klau mir alles. Ja, haut noch ab. Ja, haut alle ab, komm. Alter, was war denn das jetzt? Nur wegen diesen Dreckseiern. Danke, wenigstens den One-Up-Pilz kriege ich. WTF. Wieso kriege ich das nicht hin? Ich muss doch nur loslassen, aber ich lasse viel zu spät los. Oh, das schaut viel zu schnell, dieses Drecksei. So, Luigi, heil dich. Und du auch. Ach, Digi, ich will doch mal gut sein. Ich probiere es doch. Mann, ich kriege noch Depression mit diesem Projekt. So, du gehst weg. Oh, komm, nee, ich will Rache jetzt. Ich will Rache jetzt. Es sind nur zwei, aber das reicht schon. So, easy. Nochmal 40 EP oben drauf. Und jetzt gucken wir mal, was da oben war. Was haben wir hier freigeschaltet? Genau, die Babys müssen wir jetzt leider wegwerfen, so richtig elendig. Und jetzt, hui, zack, und weiter. Und die Babys holen wir wahrscheinlich mit einem Block zurück. So, wer hat jetzt hier geschrien? Mutant Tyrannia? Och komm, nee. Hey, was soll das? Lasst mich gefälligst los, ihr Rüpel. Keiner macht was. Ach, die Cooper-Frau. Moment, hier, ihr seht's auch. Grandioses Timing, Leute. Bewegt euch hier hoch und schneidet mich los. Holt mich hier raus, sonst ende ich noch als Imbiss. Oh mein Gott, die wollen ja ein Tyrannia-Dings. Nein! Kommt schon, wir sind nur Freunde, oder? Schließlich habe ich euch von dem geheimen Eingang erzählt, nicht wahr? Jetzt seid mir mit einer guten Tat an der Reihe, sonst fällt für mich für immer der Vorhang. Kommt schon, beeilt euch. Ja, das war's jetzt, ne? Ja. Das Viech frisst die jetzt echt auf. Das Spiel ist so brutal, ne? Das Spiel ist so brutal, ne? Das kann ich keinem erzählen. Genau das. Bro. Wieso wird ja nicht jeder gefressen in diesem Game? Ultra-Tau, ja moin. Ja, kann man die Babys zurückholen, sage ich doch, dass es geht. Easy. Ja, aber so wie es aussieht, ist Mutant Tyrannia der nächste Boss. Das freut natürlich wieder super. Das macht mich wieder richtig happy. Nochmal einen Boss zu sehen, wo ich wieder viel zu underleveled bin für. Echt nice, echt super. Aber ja gut, die Piranha-Dinger hätten schon andeuten können. Ja gut, okay, wir gehen mal runter. Hier ist nochmal eine Bohne. Eigentlich brauche ich die ja nicht, ne? Aber es tut gut, sie zu sammeln, sagt man so. Es bringt schon was. So, nein, nein, nein. Ich wollte auf die jumpen, jetzt sind es wieder vier Stück. Super. Ich krieg dieses Ei nicht hin. Ich kann machen, was ich will. Das ist jetzt das sechste Ei, das ich benutze. Ich krieg's trotzdem nicht hin, selbst wenn ich jetzt weiß, wie es geht. Also ich muss da so früh drücken. Ach, ich muss da so früh drücken. Oh mein Gott, es hat doch einen großen Radius. Jetzt! Jetzt sieht's besser aus. LOL. Okay. Jetzt glaube ich, habe ich's gecheckt. Aber wie oft ich es jetzt trotzdem nochmal hinkriege, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde wieder ein Trampolin geklaut. Aber egal, ich krieg ein Level ab. Dankeschön, let's go. Aber null bei Bart. Sorry. Da gibt's nichts wirklich plus. Da gibt's ein bisschen was, ja. Oh, die Geschwindigkeit müssen wir, glaube ich, machen. Und wir kriegen trotzdem nur plus 3. Bro, dein Ernst. So, Baby Luigi kriegt. Könnte man. Ja. Nee, nee. Angriff, oder? Oh, Angriff plus 5, jawohl. So machen wir das. So ist gut, so ist richtig. Damit der Kleine auch mal was hinkriegt. So, wie komme ich da jetzt hoch? Okay, nein, geh weg, du Sniffelteil. Wobei, wir jumpen mal auf dich drauf. Wir probieren noch mit Pardo-Ei. Das muss schon, das wird schon klappen. So, Besuch. Wie früh man da drücken kann. Sobald das Ei unten auftaucht, kann man schon drücken. Wow, jetzt dachte ich, ich muss Mario drücken. Egal. Der obere hat viel Schaden bekommen.
Ich hab's ausgewichen, wunderbar. Ja, die Attacke ist noch harmloser als die andere. Ist immerhin auch was. So. Baby Mario hat mehr Schaden gemacht, glaube ich. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ist doch auch schon mal schön. Und du bist weg, weil er einen Critical Hit bekommen hat. Wunderbar. So, die Attacke verstehe ich nicht, wie ich da ausweichen soll. Oh mein Gott, hab's geschafft. Diesmal konnte ich richtig teilen, das freut mich. Ja, aber ansonsten ist es halt immer noch nur so ein Snippet-Statuenteil. Wo diesmal besser aussieht von den Attacken. Ja, komm, mach das. Wunderbar. So, ich bin drüber. Yes. Da weiß ich nicht wirklich, ob man da was sehen kann, wann der was macht. Aber egal. Wir haben's und es gibt mehr IP, oder? 100 immer noch. Ja, wunderbar. Yes, da haben wir schon das, die ersten Level-Ups. Für jeden. Das ist doch wunderbar. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. Bart plus 4 müssen wir, glaube ich, schon machen. Der ist schon arg niedrig. So, Luigi, was kriegst du? Könnte man. Ja. Oh mein Gott, Angriff, da brauche ich gar nicht lang flacken. Achso, Lack habe ich überhaupt nicht, ne? Da hätte schon plus 6 sein können. Das wäre schon lieb gewesen. Angriff für Luigi, das ist sehr wichtig. Der ist noch nicht hoch. Bros Blumen, okay. Moment, was war hier? Das will ich jetzt auch nochmal kurz wissen. Was ist hier drunter? Kein Bob-Bomb, das ist doch schon mal schön. Das nehmen wir doch ganz gediegen mit, diese Items. Aber ganz gediegen. So. Hier ist links noch was, da würde es weitergehen. Nee, wir wollen hier erst noch gucken. Skelett. Cool. Block. Und hier geht's lang. In einen Münzraum. Alles klar, dann machen wir das mal, oder? Oh mein Gott, ich habe gerade Ultra-Lag. Ich hatte gerade 5-mal Ultra-Lag. Ich habe einfach random was gedrückt und es hat funktioniert. Let's go. Ja, der Block hat sich gelohnt. Die Bohne, lass ich mal Bohne sein. Dann gehen wir jetzt weiter. Jetzt müssten wir alles haben. Genau, passt. Dann gehen wir mal zu diesem Schalter, was doch immer das da sein soll. Okay, das ist für die Rolle. Und da würden wir, glaube ich, vielleicht drüber fliegen können. Ich gucke erst noch wieder, was da ist. Und Bonus. Hoffentlich Bonus. Monty Maulwurf. Hört gut zu, dreht das Rad da unten und es werden drei Ziele erscheinen. Münze, Pilze und Blume. Spritzt die Ziele mit Wasser und spritzt das Zeug auf ein Ziel. Der Vorlage gewinnt ihr. Da kommen drei Ziele und es gibt eine Vorlage. Okay. Eine Eisblume. Pilz. Moment. Wow. Ach du Scheiße. Nein, Baby Luigi steht falsch. Ah, ich kann so bleiben. Ach, okay, jetzt. Ja, okay, jetzt. Nein. Moment. Münze, ja. Perfekt. Kriegen wir das auch? Ach, das müssen wir dreimal machen. Okay. Nee. Ja. Ha, wieder getroffen. Let's go, einfach Memory oder sowas. Memory of Wish. Wunderbar. Jetzt muss ich aber auch treffen. What? Sorry. Aber passt. Wir haben dreimal Münze. Kriegen wir noch was Besonderes? Dreimal Münze? Nee, ich hab noch Maul. Okay. Ja, passt, würde ich sagen, ne? Ah, jetzt kriegen wir eine Brücke. Okay. Ja, dann haben wir das schon geschwätzt, ne? Dann haben wir das schon geschwätzt. Dankeschön, Monty. Tschüss. Gehen wieder runter. Und grab uns die. Ich muss eigentlich gar nicht immer das Fenster wechseln. Ich habe bei Hübi auch gesehen, der macht es ja nicht. Und man sieht da unten in dem anderen Bildschirm auch ganz gut, was da passiert. Achso, so unbedingt muss man das gleich machen. So, jetzt kommen wir da lang. Aber ansonsten war es das ja schon hier. Ach, jetzt komme ich zu dieser Röhre. Und hier geht es dann weiter. Okay, dann gehen wir da noch rein. Und kommen in ein neues Höhlengebiet raus. So, und können speichern. Wunderbar, ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für diesen Part. Bisschen besser als die letzten, würde ich mal sagen. Auch wenn es ein Game Over gab, ja, wieder nachspielen können. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es dir gefallen hat. Beim nächsten Mal gucken wir dann hier weiter bis zu Mutant Tyrannia. Und ich übe nur ein bisschen, ne, in diesem Sinne. Noch einen schönen Tag wünsche ich dir. Lass ein Abo da, wenn du neu bist, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Tigema. Und bye bye.